Okay, ja, wir kriegen die jetzt in der Reihenfolge von den Gebieten, wo wir sie finden. Und quasi nicht in der Reihenfolge wahrscheinlich, ja, wie sie quasi storytechnisch zuzuordnen sind. Deswegen müssen wir uns das selber so ein bisschen zusammenbasteln dann. Gut, nächste haben wir. Hier ist eins, da ist eins. Ich weiß gar nicht, hier unten. Ob hier irgendwo an der Brücke. Wir klettern mal die Türmchen hoch und dann. Oh, von da aus mal. Ja, manche Sachen im Untergrund kann man nur durch bestimmte Eingänge betreten. Das ist auch schon bekannt. Ich von hier dann noch weitere. Da. Die Richtung, was ist das? Da wäre noch eins an diesem See. Das können wir uns als nächstes holen. Schade. Ich habe gedacht, da ist vielleicht noch ein Krog. Hier ist noch ein Brunnen. Da ist noch ein Krog. Ich markiere mir den mal. Das ist irgendwas Besonderes, ein besonderer Brunnen. Wollte jetzt aber gerne das mit den Tränen machen. Ich habe das Gefühl, da unten erwartet uns nämlich irgendein Gegner oder so. So, jetzt müssen wir hier mal kurz gucken. Hier was sein könnte. Nicht die wieder nach oben kicken. Ja. Ja, und. Eigentlich sehe ich das von oben. Hier dürfte auf jeden Fall nochmal ein Krog sein. Das kann natürlich jetzt rein theoretisch überall hier sein. Oh, das ist eine Ivarok-Festung daneben. Kein normaler Gegner. Oder kein normales Gegnerlager. Ah, Hallöchen, Lukas. Ich weiß gar nicht, ob ich die von oben irgendwo sehe. Ich sehe nämlich nichts. Ich würde mal da vorne sagen. Da unten ist noch eine Träne, aber ich würde mal sagen, die da oben.
Und nein. Okay. Dann müssen wir da drüben nochmal hin. Kann natürlich auch hier irgendwo im Wald oder so sein. Ah, hier. Mitten im Wald. Ach, cool. Hyrule soll mir allein gehören. Groß ihre Macht ist. Die Moldoras auf einen Schlag ausgelöscht. Was war das denn? Nette Attacke. Offener Angriff ist also sinnlos. Ein Mysterienstein der Sonau. Faszinierend. Was mich da gerade ein bisschen dran stört, warum sind denn da schon die Schreine? Spielt das hier nicht sogar vor den 100 Jahren von vor Breath of the Wild? Das heißt, rein theoretisch müsste das ja alles noch ganz anders aussehen. Ich dachte, die Schreine sind jetzt erst, oder sind die wieder aufgetaucht? Gab es die damals schon? Weil zwischendrin waren ja dann die ganzen Wächter überall und die Wächtertürme und so. Die sind ja jetzt quasi alle weg hier. Aber das spielt ja quasi noch davor. Noch weit davor. Ist ja quasi der erste König von Hyrule und so ein Kram. Mir wundert es mich, dass da diese Steine schon existieren, die Schreine sozusagen. Die Sphären. So, hier drüben war noch einer. Da. Wo war denn der? Da. Rein theoretisch waren die immer da. Na gut, die waren jetzt halt im Himmel, ne, eine Zeit lang oder so und sind dann wieder, ne, beziehungsweise im Untergrund. Im Untergrund, ja, ne? Oder so.
Ja, das werden wir wahrscheinlich alles noch so ganz genau erfahren. Ich hoffe, dass wir auch eine Antwort kriegen, warum denn jetzt die ganzen Wächtersachen alle weg sind und so. Nee, Quatsch, das ist hier ganz hinten. Okay. Ach, da ganz hinten müssen wir hin. Ich schau. Nee, von da aus können wir auch nicht besser hin. Hallöchen. Der Bogen ist noch nicht. Eine Schuppe. Ja. Nehmen wir uns noch mal so ein paar Steinchen ab. Das ist. Das ist Böses, was er vor geraumer Zeit versiegelt hat. Sehr wahrscheinlich. Wo Zelda angekommen ist. Ich weiß halt nicht, wie das zusammenhängt, weil normalerweise ist Ganondorf ja so die menschliche Form von Ganon. So, und also zumindest so in den manchen Spielen ist so die Frage, wie sie das hier in der Storyline und so machen. Und ja. Ja, wir haben noch einige Tränen vor uns, das heißt, wir werden noch viel erfahren. Ich jetzt mal tippen. Oben in der Mitte. Ich hoffe, dass meine Ausdauer ausreicht, aber es sollte passen. Das hier alles relativ bergig ist, aber das glaube ich einfach nur der Krog. Irgendwie ist das Gefühl, in jedem bisher ein Krog gewesen. Außer in dem einen, da müsste ich vielleicht nochmal schauen. Dann habe ich den vielleicht übersehen. Okay, dann
ist doof, wenn wir uns noch einen Weg nach unten machen und das Zelt ist doch hier oben irgendwo. Dann gehen wir erst nach oben und gucken dann unten. Aber schon so eine Vermutung hier drüben da, dem Teil. Oder? War das das? Nee. Was war denn das? Ich weiß gar nicht, ob das immer in so einem... Natürlich jetzt mega doof mit dem Regen hier. Leider die Rüstung noch nicht, mit der wir... Hier oben sind noch mal zwei davon, glaube ich, irgendwo. Das sieht mir nicht aus, als wenn es gleich aufhört zu regnen. Ja, das macht keinen Sinn. Jetzt sind wir hier wenigstens hochgekommen. Den. Okay. Das Teil hier vielleicht irgendwie? Kann man das wieder wegschicken? Es war bisher jedes Mal in einem dieser Tränenformen. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es da auch ist, aber... Es ist so doof mit dem Regen gerade. Das ist echt nicht gut. Da wäre nämlich noch eins gewesen, die habe ich übersehen. Ja. Ich muss leider dummerweise kein Lagerfeuer machen. Und Wasser-Oktorok. Auch noch nicht gehabt. Ja, das ist auch. Ich hoffe, dass man die Kamera später noch ein bisschen upgraden kann. So, dann kann ich eins davon löschen, das hat schon gereicht. Goldene Pferd. Das Spiel noch immer nicht durchgespielt. Ja, ich auch nicht. Deswegen, das muss ich auch mal machen. Also, der Plan ist jetzt Drachen drehen. Und wenn wir die alle haben, gehen wir vielleicht mal in Richtung Schloss. Kann das jetzt mal aufhören zu regnen? Da oben haben wir halt leider auch nichts. Kein Schrein, kein gar nichts. Einzige wäre halt hier vom Plateau aus, aber da ist auch ein Plateau, sind halt auch... Also ich habe nur zwei Schreine bisher gefunden und die waren auch mega doof positioniert. Ich kann ja halt leider auch kein Lagerfeuer machen, das halt auch nicht brennen würde.
das auf? Es hört auf. Ach cool. Das war eben eigentlich immer so relativ offensichtlich. Hier. Ach so, okay. Das ist, ja. Ja. Sonja. Sie ist gestorben. Ah, Zelda. König Rauru, vor dem großen Kampf mit dem Dämonenkönig wollte ich euch noch etwas Wichtiges mitteilen. Ich kam her, nachdem ich ganz tief im Untergrund die Mumie eines Mannes entdeckt hatte. Sprich weiter. Als ich mit Ansa, wie der Mysterienstein Ganondorf verwandelte, da wurde mir etwas Schlimmes klar. Die Mumie, die wir aufweckten, das war er! Er war noch am Leben, in meiner Zeit. Das heißt, er wird überleben und die Zeiten überdauern. Die morgige Schlacht. All unsere Truppen werden nichts ausrichten. Wir werden dem Dämonenkönig entgegentreten und untergehen. Nicht er, sondern ihr werdet. Das ändert nichts. Ich werde trotzdem in die Schlacht ziehen. Mein Hochmut hat uns in diese Lage gebracht. Für diesen Fehler bin ich bereit zu bezahlen. Und abgesehen davon, ich bin noch immer der König von Hyrule. Das Volk zu schützen und das Reich zu erhalten ist meine oberste Pflicht. Selbst wenn ich dafür mit dem Leben bezahle. Eure Hoheit. Sollte es uns tatsächlich nicht gelingen, den Dämonenkönig zu bezwingen, dann ist es an ihm, dem Ritter, der das Bannschwert führt. Link wird obsiegen, wenn wir scheitern sollten. Doch wer sagt überhaupt, dass sich die Zukunft so entwickelt, wie du sie kennst? Deine Ankunft hier hat die Karten neu gemischt. Zelda, du bist gewiss nicht grundlos in unsere Zeit gekommen. Davon bin ich fest überzeugt. Es soll alles einen Grund haben? Richtig cool, er hat die ganzen, also hier wird zwar nie vom Triforce bisher was erwähnt, aber er hat die Triforce-Dreiecke unten auf seiner Robe. Also die spielen schon irgendwie im Hintergrund vielleicht noch eine Rolle. Ja, es ist die Frage, ne, ob es einen Unterschied macht, dass sie in der Vergangenheit gereist ist. Es kann natürlich sein, dass es sich quasi immer wiederholt, sozusagen. Sie reist in die Vergangenheit und es ändert halt im Endeffekt nichts und später reist sie halt quasi wieder in die Vergangenheit. Hier. Und das ist quasi, oder dass es halt jetzt quasi einmalig ist, dass das quasi so den Lauf der Geschichte verändert. Gut, dann
ich sagen, fast linke Seite, vielleicht noch hier eins, aber dann haben wir das auch durch. Ich glaube, hier oben war noch irgendwo eins. Ich glaube, auch irgendwo am Strand war noch eins. Ich glaube, Zelda hat zu wenig Filme geschaut. Ja, es ist halt so. Also ich kenne es aus anderen Spielen, aus Serien so, dass das am Ende quasi so einen Kreislauf ergibt, dass sich quasi nichts verändert hat, dadurch, dass die Person in die Vergangenheit gereist ist. Weil es quasi schon quasi die Ursache dafür war, dass das alles so entstanden ist und so. Und dass das quasi in einem Kreislauf einfach geendet ist und fertig. Oder dass es einfach eine neue Timeline gibt. Und sich auch quasi in der eigenen Vergangenheit nichts ändert. Einfach eine neue neue Zukunft quasi erzeugt wird. Ist da sowas? Könnte es sein. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier nämlich nichts groß, außer ein Gegner. Da vorne könnte noch eins sein, ja. Ich wollte gerade sagen, was ist das da hinten eigentlich? Aber das ist das Teil auf dem Grundorf da vorne. Sieht immer noch ein bisschen gruselig aus von Weitem. Oh, das ist ein Dings. Da vorne wäre noch eins. Da ist aber ein anderer Turm näher. Ist nämlich sonst gar nichts. Da fahre ich auch noch gar nicht da drüben. Glaube ich. Ach, da hinten war das, was ich wollte. Das schaffe ich nicht. Dann müssen wir mal hier hin. Das ist knapp gewesen, glaube ich. Ah, okay, cool. Das ist hier einfach das, ja, Chica-Pad heißt es ja nicht mehr. Die Switch in der Special Zelda Edition. Ja, okay. Es ist, glaube ich, immer die Träne, die ausgefüllt ist. Kann das sein? Das ist mir vorher, glaube ich, gar nicht so. Das war aber auch nicht immer der Fall, aber... So, und links ist aber auch wieder ein Krog. Wir haben vorhin wirklich einen Krog übersehen. Ja.